ganz schön heiß heute. Da muss Abkühlung her. Also ab an den See. Aber das Auto steht in der Werkstatt. Bleibt nur das Rad, das leider einen platten Reifen hat. Egal. Abkühlung gibt es auch auf dem Balkon mit den Füßen im Wasser. Das war ganz schön agil. Warum? Das Ziel, nämlich die Erfrischung, war klar, aber der Weg dorthin offen. Er wurde Schritt für Schritt zurückgelegt und hier und da korrigiert. Das ist Agilität. Im Arbeitsalltag bedeutet agiles Arbeiten, dass ein Projekt in kurze Intervalle, sogenannte Sprints, unterteilt wird. In regelmäßigen Abständen werden Ergebnisse begutachtet, Anforderungen ergänzt oder neu priorisiert. Das Ziel dabei? Dem Kunden so früh wie möglich ein Ergebnis zu zeigen, auf das er Feedback geben kann. Agile Teams geben sich regelmäßig Feedback, um ihre Arbeitsweise stetig zu verbessern. Denn die Teams treffen alle wichtigen Entscheidungen und sind für diese auch verantwortlich. Und agiles Arbeiten bezieht den Kunden ein. Welche Probleme und Bedürfnisse hat der Kunde und wie können sie gelöst werden? Wichtig beim agilen Arbeiten ist das Mindset. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Ein funktionierendes Produkt steht über einer umfassenden Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Und auf Veränderung zu reagieren zählt mehr als stur Pläne zu befolgen. Klingt großartig? Kann es auch sein, solange man agiles Arbeiten nicht als Allheilmittel betrachtet. In manchen Fällen ergibt es schlicht und einfach keinen Sinn. In diesem Fall gilt, man muss das Rad nicht neu erfinden.